Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von The Serpent Set 2. Diesmal die zweite Mission. Und jetzt habe ich hier gerade schon den Text vor ein bisschen gelesen. Das sieht jetzt nicht aus, als ob das jetzt hier eine lange Mission für uns wird und besonders spannend. Weil das nur irgendwie mit der Story zu tun hat, dass gezeigt wird, was wirklich in der letzten Kampagne passiert ist. Als es offensichtlich darum ging, den Schlangenkopf abzuhacken, also diesen Anführer der Terroristen dort, und offensichtlich ist ihm doch nichts passiert, und jetzt sieht das hier so aus, als ob die Mission die letzten Minuten der letzten Mission der letzten Kampagne zeigt, was dort wirklich passiert ist. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt. Was ja nicht so gut aussieht, dass hier bei den Notes eben steht, man wird die Mission jetzt nicht kontrollieren. Ja, okay, dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht ein sehr spannendes Video, aber naja, schauen wir mal. Vielleicht sind ja einige von unseren Zuschauern dabei, die die letzte Kampagne gespielt haben, die normale Serpent Set. Ja, dann bin ich mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Sieht ja, wie heißt das so schön, cineastisch sehr toll aus, aber ja, auf geht's. So, nochmal das Briefing. Da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht viel lesen. Ne, das ist genau das, was wir gerade hatten. Also geht's damit Fly weiter. So, die Levels aus und... Ja, das ist wohl der Helikopter, in dem der drin war. Oh, mit schöner blauer Beleuchtung innen drin, der Mii. So, um rechts redet die Helikoptercrew mit dem. Ah, sie wissen wohl Bescheid, dass der an Bord ist, der Anführer. Okay, und das ist wohl der Spieler aus der letzten Kampagne. Fox 2 freigegeben zum Abschuss des Hubschraubers. Und Bob. Dort war die ja. Okay. So, und jetzt ist man davon ausgegangen, Serpent Set war an Bord. Der Anführer wurde jetzt abgeschossen. Aber offensichtlich nicht, denn hier back at the scene, genau was zum gleichen Zeitpunkt passiert. Schnell, wir müssen uns beeilen. Standort zum möglichen Absturzort. Ja, wir müssen ihn zurückholen, sonst wird uns der Kopf abgehabt. Ganz genau. Ich überlege gerade, was das für ein Auto sein soll. Ach, hier unten steht es ja. APC Tigre. Also Tiger wahrscheinlich. Oh lala. Ja, hier ging es wohl gerade richtig zur Sache und ja, sie sind jetzt auf dem Weg zum offensichtlichen Absturzort der Mi-8. Gucken, ob der Serpent Set noch an Bord ist oder überlebt hat. Ja, offensichtlich müssen die hier irgendwo sein. Ja, hier hat ordentlich was stattgefunden, würde ich mal so sagen. Wenn ich das hier so sehe. Aber wie gesagt, hier kann jetzt nichts machen, außer auch hier mit zuzuschauen. Vielleicht ein bisschen die Perspektive mit der Maus zu ändern. Also wenn die Bodentruppen in DCS laufen, das ist wirklich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber immerhin ist sowas ja schon mal möglich. Deswegen möchte ich nicht zu sehr meckern. Und vielleicht kriegen wir mal irgendwann auch so eine richtige Kampagne hin, wie bei Falcon oder so.
Ist natürlich für jetzt Zuschauer, die alte Kampagne nicht gesehen haben, oder eben für mich, der die alte auch nicht gespielt hat, jetzt vielleicht nicht so interessant, was jetzt wirklich passiert ist. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass jetzt einfach die Leute finden und mitnehmen. Und Serpent Set ist wieder an Bord. Ach ja, da steht's ja. Da steht er auf der linken Seite. Yep. Und er muss neun Leben haben, wie eine Katze, ne? Ja. Genau, da ist wahrscheinlich der, der jetzt nicht die blaue Kappe aufhatte, der einzige ist der Serpent Set. Ja, die Animation der Bodentruppen ist natürlich wirklich, auch da wieder zu sehen, einfach genial. Ja, Serpent Set ist an Bord und der Terrorist ist wieder auf freiem Fuß und wurde doch nicht getötet. Ja, und so kommt es halt, dass es hier in Serpent Set 2 weitergeht. So, was ist mit den beiden Kollegas da? Wo rennen die hin? Erstmal ein bisschen im Kreis. Ja. Ja, aber ich glaube mal, die Mission, die ist jetzt erledigt gewesen, stand da wahrscheinlich da oben. Wenn die jetzt nicht noch hier zum APC hinrennen, dann wird die Mission jetzt hier in den Loop reingehen, offensichtlich. Und dann wird es nicht weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt natürlich jetzt nicht die super Kampagne und auch nicht super zum Anschauen, aber wäre blöd, wenn ich die zweite jetzt einfach auslasse. Die, die wirklich in der Story interessiert sind von The Serpent Set. Ja. Okay, so, jetzt wird weiter. Kommt noch ein Missionsträger zum Ende oder so? Wahrscheinlich nicht. So, jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn es euch wahrscheinlich nicht viel gefallen hat, diese kleine kurze Episode, aber ja, so, jetzt ist Mission fertig. Lasst mir ein Like da und abonniert mich, falls ihr noch mehr von dieser Kampagne sehen wollt. Und natürlich auch für meine anderen YouTube-Tutorials. Ich habe mit der A10 angefangen und auch kleinere Tipps mit der Hornet. Dort gibt es ja schon viele Tutorials, deswegen möchte ich eher so ein klein wenig auf die Feinheiten eingehen, die nicht so in den anderen Videos beleuchtet werden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!